Der Verband Deutscher Mühlen lädt jedes Jahr zum Mühlenmasters ein. Das Mühlenmasters ist der Leistungswettbewerb der Müllerei. Eingeladen sind die 10 besten Müllerinnen und Müller aus Deutschland, zusätzlich der beste Müller aus der Schweiz und der beste Müller aus Österreich. Und wir messen uns jedes Jahr an einem anderen Standort, um den Besten der Müller in Deutschland, in Österreich und der Schweiz zu küren. Dieses Jahr sind wir hier in der Hemelder Mühle in Spelle. Wir haben einen ganz besonderen Termin, weil wir feiern in diesem Jahr auch das 70-jährige Jubiläum. Die Müllerei nimmt seit 1953 am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks teil, ausgerichtet vom ZDH. Und 2023 ist eben die Müllerei zum 70. Mal dabei. Der Müller ist ein unglaublich wichtiger und systemrelevanter Beruf, denn ohne Müller gäbe es kein Mehl, es gäbe keine Futtermittel, es gäbe keinen Reis, es gäbe keine Hülsenfrüchte. Der Müller ist systemrelevant zur Produktion von unseren Grundnahrungsmitteln und Nachwuchs ist dringend gesucht in der Müllerei. Wir bilden etwa 70 bis 80 junge Müller jedes Jahr aus, können aber gut 100 bis 120 gebrauchen, denn sie sind nicht nur in der Lebensmittelbranche gefragt und in der Futtermittelbranche, sondern auch in vielen anderen Gewerken mit ihrer grundständigen Ausbildung. In Deutschland sind sie weltweit gesuchte Fachkräfte. Liebe Müllerinnen, liebe Müller, als erstes möchte ich euch zu euren hervorragenden Leistungen während eurer Ausbildung, aber auch heute und hier ganz herzlich gratulieren. Mit der Ausbildung zur Müllerin und zum Müller habt ihr einen soliden Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben gelegt. Als Müllerinnen und Müller tragen wir gemeinsam Verantwortung dafür, dass jeden Tag 20.000 Tonnen eines gesunden und nachhaltigen Lebensmittels produziert werden. Welche Branche kann das schon von sich behaupten? Wenn man sich die schiere Menge vorstellt, wird schnell deutlich, wie groß die Verantwortung eines jeden einzelnen Müllers, einer jeden einzelnen Müllerin ist. Entsprechend groß sind die Möglichkeiten, die uns dieser schöne Beruf bietet. Jedenfalls verfügt nun jeder von euch über Fähigkeiten, die selten geworden sind, aber immer noch fundamental wichtig für die Versorgung der Gesellschaft. Ihr seid nun nicht nur ausgewiesene Expertinnen und Experten in Sachen Zerkleinern und Trennen, sondern auch Botschafterinnen und Botschafter für die Müllerei. Gerade weil wir so eine kleine Familie sind, ist es wichtig, dass wir die Dinge, die uns betreffen, die uns wichtig sind, auch ansprechen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr immer versucht, euch eine eigene Meinung zu bilden und dass ihr eure Überzeugung offen und deutlich kommuniziert. Egal, ob es um Themen wie die sogenannte Weizenwampe geht oder um unrealistische Grenzwerte im Mehl. Wir müssen unsere Überzeugung als Müllerinnen und Müller zum Ausdruck bringen. Insofern ist es wichtig, dass wir nicht nur wissen, wie man aus Getreide Mehl herstellt, sondern auch, dass wir unsere Gedanken, unsere Interessen und auch unsere Bedenken und Sorgen zum Ausdruck bringen. Deshalb möchte ich euch ermutigen, keine Angst zu haben, eure Meinung immer klar und deutlich zu kommunizieren. Vielen Dank für eure Teilnahme am diesjährigen Mühlenmasters hier bei uns in Spelle. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Ihr seid jedenfalls herzlich eingeladen, mal wieder bei uns in der Hemelter Mühle vorbeizuschauen. Und bis dahin wünsche ich euch allen ein herzliches Glück zu. Hallo, mein Name ist Valentin Blum, bin 20 Jahre alt, komme aus München, habe meine Ausbildung zwischen Augsburg und Ulm bei einer relativ neuen Mühle gemacht, bei der Firma Albert Mühlschlegel. Und nach meiner Ausbildung war ich gut genug, dass ich zum Mühlenmasters eingeladen wurde, was eine große Ehre ist, hat auch Spaß gemacht, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, ich denke allen anderen auch. Und ja,
letztendlich ist es mir natürlich noch eine größere Freude, das dann auch am Ende zu gewinnen. Und es freut mich einfach sehr. Die Bedeutung für mich, dass ich das gewonnen habe, zeigt mir einfach, dass ich mein ganzes Wissen, was ich in der Ausbildung gelernt habe und was mir auch meine Ausbilder vermittelt haben, erfolgreich umsetzen konnte. Und letztendlich für mich auch eine Bestätigung von dem ist, was ich jetzt in den Jahren gelernt habe und vielleicht auch ein bisschen geleistet habe.